als ich von meinem Hodja nach dem Augenblick, als ich Moslem geworden bin, wieder auf die Straße kam, war ich wie benommen. Ich hatte das Gefühl, als wenn ich nicht da lang gehe, sondern ja, schwimme mehr. Also es war ein Gefühl, als wenn ich schwebe. Es war ein Gefühl, das man nicht mit Worten beschreiben kann, weil es eben ein Gefühl war. Es war leicht, aber ja, so weich irgendwie, ein ganz weiches Gefühl. Und das ging noch ein paar Tage so weiter. Und als ich dann das erste Mal ganz normal zum Jumma Namase war, und als ich da wieder rauskam, beim ersten Beten, beim ersten Jumma Namase, als ich da wieder auf die Straße kam, da dachte ich, ich fange an zu fliegen. Da hatte ich das Gefühl, mir platzt die Brust. Es war so, es wurde weit. Ich hatte überhaupt keine negativen Gedanken, nur positive Gedanken, nur Freude. Mehr nicht. Ich habe mich gefreut, einfach gefreut über alles. Ich habe zu den Leuten guten Tag gesagt, die ich gar nicht kannte. Es war also, ich bin auf dem Weg zu meiner Arbeitsstelle. Glaube ich, habe nur gelächelt die ganze Zeit. Und das war sozusagen mein erstes Jumma Namase. Und das war ja nun schon ein paar Tage später, als mein erster Kontakt überhaupt mit dem Hodja. Das beim ersten Mal war das noch so, da war ich noch so benommen, da konnte ich es noch gar nicht fassen. Das war alles so unfassbar, ja. Aber beim ersten Jumma Namase, da merkte ich auf einmal alles. Und dann ging das von einem Mal zum anderen. Ach so, und bevor ich das vergesse, das Erste, was ich gespürt habe, als ich das erste Mal ein erstes Rekat gemacht habe, ein Duft. Es duftet nach Rosen. Es war ein Duft. Ich weiß gar nicht, ob der Hodja Duft gesprüht hat oder so. Aber und diesen Duft, den habe ich öfter noch, wenn ich in die Jami gehe. Dieser Duft, den habe ich öfter mal. Also es ist ganz verblüffend. Ich merke immer, es riecht gut. Es sind viele Menschen da, aber es riecht gut. Und wenn man eine Rekat macht, sich verbeugt, dann duftet es auf einmal wieder. Und dieses, das merke ich also nicht immer, aber bei den ersten Malen war es besonders intensiv und jetzt ab und zu also auch wieder. Und dann kam später hinzu, dass ich auf einmal den Eindruck habe, ich lebe zwei Leben. Ich habe auf einmal ein Leben geschenkt gekriegt. Mein altes Leben, das lebe ich auch noch nebenbei, aber daneben lebe ich noch ein großes Leben. Und dieses ist ein Gefühl, was man auch schlecht mit Worten beschreiben kann. Ich denke auf einmal, ich weiß auf einmal viel mehr. Wenn ich andere Moslems sehe, dann weiß ich, woran die denken, dass die jetzt zum Beispiel an Kurban denken oder an Ramazan denken oder an irgendein Kandil Bayram oder irgendetwas. Ja? Also was man als Deutscher vorher gar nicht so wusste, also als Nicht-Moslem, da ist man vorbeigegangen, hat die Reden gehört, aber das war so ein Rauschen in der Welt, was noch nebenbei war. Und einmal war das kein Rauschen mehr, sondern es waren Freunde, Brüder, also Akraba, wie man so schön sagt. Ja, also es waren also Leute, die man kennt und auch welche, die man nicht kennt. Ich bin zum Beispiel, als ich das erste Mal aus der Türkei wiedergekommen bin, hinter den Leuten hinterher, hinter den Frauen hinterhergelaufen, die Kopftuch hatten, weil ich dachte, ach, das ist ja auch eine und so, die gehört auch zu mir, so ungefähr. Aber nun heute weiß ich natürlich, dass wir ja nun Nachbarn sind und zum Teil Bekannte und Freunde, aber das sind so die Gefühle, die man hat. Und ich habe allerdings auch ein bisschen negative Gefühle, wenn man eben die Moslems etwas geringschätzig betrachtet. Und ich habe mich aus dem Grunde auch von deutschen Freunden getrennt. Aber das sollte ich vielleicht später mal erzählen. Ja, das sind so negative Gefühle, die aber mit dem Islam nichts zu tun haben, sondern die haben etwas mit zu tun mit der Umwelt. Ja, aber ansonsten bin ich auch heute, nachdem ich jetzt schon ein paar Jahre Moslem bin, bin ich heute noch der Meinung, dass der Schritt richtig und gut war und dass, wenn viele Menschen das machen würden, dass wir eine schönere Zukunft haben würden. Was war das erste Gebet nach der Konvertierung? Das erste Gebet war E'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladzina an'amta 'alayhim.
Amen. Ich habe jetzt was falsch gesagt. Breitel mal du gerne. Ja, wenn ich das aufsagen soll, dann komme ich durcheinander. Wenn ich das beten soll, geht das ruckzuck. Normal. Boah. Zuck ist genügend. Aber das war das Erste. Schnell sagen kann ich es auch. Aber nicht langsam. Und dann als nächstes Well Asri. Innel in Zane Lifi Husserin. Lesina Aminu Bil Amiritsuli. Hatti Betawesab Bil Hakke. Betawesab Bil Sabr. Zweite. Dritte. Kul Bil Abihat. Allahu Samit. Lem Yelet Bil Am Yulet. Bil Am Yekli Hukufu Bin Ahad. Und dann gibt es so weiter. Das hat mir der Hodja als Erstes beigebracht. Das allererste war E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das war das Erste. Tja, das allererste war natürlich Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das war das allererste. Okay. Dann gehen wir auf Frage 9. Was waren Ihre Gefühle beim ersten Mal Koran lesen? Oder wie haben Sie das Koran beigebracht, wurde das vom Hodja, aber wie war es? Hat ganz was anderes. Schwer. Das erste Gefühl war schwer. Schwer, schwer, schwer. Und wenn man das nicht dauernd übt, dann verlernt man das wieder. Man muss das immer üben, im Koran lesen. Also so geht mir das jedenfalls. Das liegt aber auch daran, weil ich schon alt bin. Und wenn man jung ist, dann behält man das wahrscheinlich für sein Leben. Aber wenn man mit 50, 55 anfängt, im Koran zu lesen, dann vergisst man leider Gottes. Das ist relativ schnell. Wenn man das einzige Richtige ist, man muss es immer wieder machen, immer wieder üben. Und das erste Mal Koran lesen war ein sehr erhebendes Gefühl. Vor allen Dingen, weil ich vorher schon, bevor ich von meinem Hodja die arabischen Buchstaben gezeigt bekommen habe, auf Deutsch einen Koran geschenkt bekommen habe. Und daran habe ich schon gelesen. Und dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und derjenige, der mir das geschenkt hat, der wollte damit gar nicht, dass ich Moslem werde. Der wollte mir nur den Koran schenken, auf Deutsch. Und den habe ich dann benutzt, um Moslem zu werden. Und jetzt habe ich mehrere Korane, wie man so schön sagt, und ein auch türkisch-arabisch. Und das ist immer für mich interessant, wenn ich vergleichen kann, türkisch-arabisch und deutsch-arabisch. Aber was auch für mich sehr interessant ist, das ist, dass Allah uns den Koran nicht auf Deutsch gegeben hat, sondern auf Arabisch. Und das hat einen tiefen Sinn. Im Arabischen haben manche Wörter viele Bedeutungen, nicht nur eine Bedeutung, sondern 10 oder 20 Bedeutungen. So dass der Koran für alle Ewigkeit ist. Der kann immer wieder verstanden werden von Menschen, die vielleicht 1000 Jahre später leben. Auch die können ihn noch verstehen. Sie müssen ihn natürlich sich erarbeiten, was natürlich nicht einfach ist. Aber auch die werden ihn verstehen. Und die in 2000 Jahren leben, die werden ihn auch verstehen. Und die vor 1000 Jahren lebten, die haben ihn auch verstanden. Das heißt, soweit ein Mensch das verstehen kann. Wir kleinen, einfachen Menschen verstehen das ja sowieso nicht alles so in der Endkonsequenz. Und die ganz gelehrten Hodjas, Imame und so weiter, die müssen auch viele Jahre erstmal sich bekannt machen damit. Und je mehr jemand weiß, habe ich festgestellt, desto bescheidener ist er denn und sagt, ja, ich lerne jeden Tag, auch heute noch. Und ich denke, mir wird es nicht anders gehen. Ich werde auch lernen bis zum Schluss. Kommen wir dann zu Frage 10. Ich lese mal Frage 10 und 11 vor. Ja. Welche Reaktion hat Ihr Umfeld gezeigt, als Sie es erfahren haben? Positiv und negativ. Und Frage 11 ist dann, was war Ihre Reaktion gegenüber diesen positiven und negativen Reaktionen? Ja. Wir können dann erstmal die 10 halt das erste und danach. Ja. Dass wir dann halt so einen Stopp machen und dann 11 ist das. So. Die Umwelt reagierte ganz verschieden auf meinen Entschluss, Moslem zu werden. Ich habe also gegenüber den Türken, die ich kannte, das niemals so bewusst hervorgehoben, sondern bin erst so mehr oder weniger heimlich Moslem geworden.
die haben das erst mit der Zeit mitgekriegt. Und viele wissen es heute noch nicht. Allerdings hier in Stürum hat sich das natürlich rumgesprochen, ist klar. Die meisten waren begeistert und haben mich in ihre Arme geschlossen und gesagt, gell, Kardesch, Kardeschim, so ungefähr. Bei den Deutschen war es ein bisschen anders. Bei den Deutschen gab es verschiedene Reaktionen. Es gab also Menschen, die gesagt haben, wie kannst du das nur machen, und haben sich darüber lustig gemacht. Und das waren Freunde, auf die ich dann mit der Zeit verzichtet habe, weil ich den Koran nicht beleidigen lassen möchte und auch nicht meine Religion als Moslem.